Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gorki 17, genau. Wir hatten zuletzt mal wieder Kämpfe bestritten. Und, ja, was hatten wir noch gemacht? Boah, wir hatten so viel gemacht. Ich kann mich ja hier an die Hälfte nicht mehr erinnern. Nee, kein Problem. Wir heilen mal unsere Medusa, beziehungsweise unseren Medusa, ist ja ein Typ, und sein Jan Kuratz, der Museumskurator war, da hat sich niemand ein Bein ausgerissen bei dem Namen wählen, also bei der Wahl des Namens. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh, das sieht ja sehr spacig aus hier. Okay, unten ist eine Kiste. Ja, okay. Können wir irgendwas angucken? Nö. Dann gehen wir doch mal schnurstracks zur Kiste. Kisten sind immer gut. Kisten geben uns viel Zeug. Yes, baby. Och, Gott sei Dank, ey. Konnte ja keiner aushalten. So, wir nehmen mal das Gewählte. Ja, und geben. Wir verteilen mal die Gewehrmunition an alle. 8 Schuss. Dann geben wir, was hatte ich jetzt noch genommen? Die Bandagen, genau. Jedem eine Bandage. So. Und was war jetzt hier noch? Granaten waren noch in der Kiste. Die nehmen wir auch. Und verteilen die. Also warum ich das hier nach und nach mache, ist, damit ich nicht durcheinander komme einfach. Das ist dann besser. Und da Trentin den Napalmwerfer hat, lassen wir ihn alles an Napalm nehmen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir aktivieren mal das Teleskop, beziehungsweise den Hebel für das Teleskop. Und gehen dann mal hier oben hin zu diesem Scanner. Und benutzen unseren orangenen Codeschlüssel, den wir im Gebiet davor gefunden hatten. Und ta-ta-ta-ta! Prompt fährt eine Brücke aus. Ich gucke mal gerade. Den heilen wir nochmal. So. Man kann nie wissen. Schauen wir doch mal. Gehen wir mal ganz scharf hier lang. Ah, okay, ist egal. Das Evakuierungsteam ist auf dem Weg. Nur noch einen Moment. Yo. Und hier sind kleine Flugviecher, die Pain God heißen. So Schmerzgott oder wie? Naja gut. Schauen wir mal. Hier, das ist auch schwierig, weil man halt, weil die halt fliegen und weil man halt gucken muss, wo ganz genau die stehen. Aber ich würde sagen, wir lassen die alle mal ein bisschen näher kommen. Ja, immer schön an das Fass ran. Genau, Mäuschen. So machst du das richtig. Okay, der ist dran und der ist dran. Das können wir mit einer Granate sogar super gut machen. Zack. Wunderbar, so macht man das. Herrlich. So habe ich das gern. Kann Trentin nicht das Fass hier hinschieben, dann können wir den hier auf jeden Fall platt machen. Wenn sie trifft, wenn sie auf das Fass hier schießt. Ja, das machen wir. Wenn das Spiel nicht vorher völlig zusammenbricht aufgrund dieser strategischen Glanzleistung, die ich hier gemacht habe. Hoffentlich kann er, ich wollte gerade sagen, hoffentlich kann er sich jetzt noch bewegen. Ansonsten könnte ich das nicht so machen. Und zwar habe ich mich gerade umentschieden, ich lasse sie auch eine Granate schmeißen. Na, gehen wir noch einen Schritt ran. So. So, das gleiche Spielchen. Das Vieh kann doch unser Med... Nein, Mist, ich bin falsch gelaufen. Aber wir können den hier noch treffen. Gut. Verdammt. Na, nicht so schlimm. Ach, er kann ja noch. Sehr gut.
Den lassen wir doch nochmal mit seinem Gewehr schießen. Okay, 6. Und es ruckelt wieder. Ich brauche Feuerschutz. Jetzt! Sullivan hier. Na. Der Heli ist immer noch nicht da. Diese Biester versohlen uns den Hintern. Over. Helikopter ist unterwegs, Sir. Over. Unterwegs, aber sicher. Geben Sie mir General Lamere. Over. Tut mir leid, das ist ausgeschlossen. Der General ist momentan verhindert. Over. Verhindert? Hören Sie, die knipsen uns hier die Lichter aus. Wir brauchen sofort Verstärkung. Einen Artillerieschlag, irgendwas. Sofort. Over. Over. Hören Sie mich. Hallo. Over. Verflucht. Die Verbindung ist abgerissen. Scheiße. Feuert uns einen Fluchtweg frei. Sofort. Hier ist was faul. Oberfaul. Bewegung, Bewegung. Es ist auch super mit anzusehen, wie die Figuren nervlich immer weiter abbauen im Laufe dieses Spiels. Ach nee, geil. Gefällt mir sehr gut. 6, gucken wir mal. Kommt der ran? Nö, der kommt nicht ran, dann muss das unser Medusa-Vieh machen. 1 vor und kling. Tot. Wie gesagt, lasst euch von den extremen Rucklern, die hier im Ton und auch im Spiel so an sich passieren, halt einfach nicht irritieren. Das kann ich so nicht unbedingt ändern. Eigentlich dürfte es gar nicht da sein, weil ich eigentlich ein... Das Spiel ist sehr alt und ich habe einen sehr, sehr guten Laptop. Aber was soll's. Hier werden wir uns ein bisschen mit dem Gewehr den Weg schöner schießen, beziehungsweise den Weg freischießen. Naja, die Viecher sind jetzt eigentlich keine so große Hürde, würde ich mal jetzt behaupten. Das Problem ist halt nur, dass die halt so viele sind. Das ist das einzig Gefährliche an den Viechern, wenn ein Charakter da ein bisschen angeschlagen ist und dann greifen den drei Viecher auf einmal an, dann ist es ein Problem. Ansonsten dürfte uns hier aber nichts groß den Tag vermiesen. Das nennt man doch Gerechtigkeit. Jeder hat hier mal was abgekriegt. Okay, wie viel hat das noch? Wenn ich Trontin hier einfach mal... Weil wenn ich ihn jetzt schießen lasse, verfehlt er 100 pro. Ich lasse ihn mal mit der Axt. Oh, 40? Krass. Okay, dann machen wir hier nochmal einen Elektroschocker. Auch tot. Ovitch, was machen wir mit dir? Hol mal die Schrotflinte raus am besten. Peng, perfekt. Naja, sie, nehmen wir mal das Wurfmesser lieber. Tja, die ist halt zuverlässig, die Jean. Und er schießt dem mal ins Genick. Und tot, sehr gut. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 1, 2. 1 mit 37 und 1 mit 16, okay? Sehr gut. Oh komm, 3 Punkte, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen. Nein, verdammt.
Jetzt erzähl mir nicht, ich werde jetzt nochmal getroffen, weil das Vieh hier noch 3 Lebenspunkte hat. Oh. Naja, so dumm kann es manchmal laufen. Dafür klären wir das jetzt auf die gute alte Art mit dem Bajonett. Und die Sache ist durch. Sieg. Ja, schön. Interessant. Uns ging es ähnlich. All unsere Hilferufe wurden erst mit erheblicher Verspätung beantwortet. Sowas ist mir in meiner gesamten Laufbahn noch nicht passiert. Und ausgerechnet hier versagt ein seit Jahrzehnten bewährtes System. Es fällt mir schwer zu glauben, dass da keine Absicht dahinter steckt. Sehr merkwürdig. Wir haben keinen Funkspruch von Ihnen empfangen. Eine unserer Aufgaben bestand darin, herauszufinden, warum Sie sich nicht gemeldet haben. Warum wir uns nicht gemeldet haben? Ihr Idioten! Wir haben es ja immer wieder versucht, aber ihr habt uns gesagt, wir sollten Geduld haben und im Hafen warten. Und dann haben wir gewartet. So lange, bis wir nicht mehr warten konnten. Wir haben uns dann in die Kanalisation zurückgezogen, aber Giancarlo und Life wollten es noch einmal versuchen. Als sie nicht zurückkamen, ist Joseph nach ihnen suchen gegangen. Ich kann nur sagen, dass wir nie Funksprüche von Group One empfangen oder von deren Existenz gewusst haben. Na, jetzt wissen Sie's. Wie ich schon sagte, wir kommen hier nie und nimmer lebend raus. Tja, Optimismus ist doch alles. Ich kann Ihnen das Gegenteil beweisen. Aber wir sind ja schon auf dem Dach vom Museum. Ja, scheiße gelaufen, würde ich mal behaupten. Ne? Ah, da unten ist eine Kiste und ein roter Codeschlüssel. Aha. Gut, nehmen wir mal alles. Und geben Trontin 3 Schuss. Was war hier noch? Ach, dieses Betäubungsmittel gegen Gift. Oh, scheiße, jetzt habe ich das benutzt. Ach, was soll's. Ist nicht so schlimm. Die heilt sich mal. So, wir speichern ab. Ja. Ich frage mich, ob ich jetzt den Codeschlüssel nehmen soll. Da passiert, glaube ich, wieder ein Kampf. Machen wir einfach mal. Yes. Und ich glaube, es... Tickt. Oh, es ist ja. Eine Bombe. Den betäuben wir. Auf das Fass schießen wir. Der kriegt 40 Schaden. Ach ja. Der hat kein Molotow mehr. Verdammt, schade. Ich wollte die beiden hier, die kann man so schön in Brand setzen, wenn die so schön nebeneinander stehen. Aber wir können eine Granate werfen. Verdammt. Einer kann uns treffen, okay. Haben die vielleicht einen Elektroschutz? Nein, haben sie nicht. Super, den können wir auch betäuben. Tja, so kann's gehen. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so direkt, doch... Also wenn 6 Runden ablaufen, explodiert das Teil in der Mitte. Aber das ist jetzt nicht, dass dann, glaube ich, alles in die Luft fliegt und wir alle sterben und der Kampf voll im Arsch ist oder so. Nee, nee, so ist es nicht. Wir dürfen uns bloß nicht in diesem Radius aufhalten. Ich habe ja in irgendeinem anderen Kampf, habe ich ja schon mal so eine Bombe gelegt, da habt ihr das ja gesehen. Hier oben wird jetzt einmal gesägt. Nee, das mache ich nicht. Eine Granate, noch eine werfen? Nee, nee. Muss nicht sein. Die brauchen wir noch. Aber mit ein bisschen Glück erschießen wir ihn fast. Oh, Trontin kann es mit der Axt machen, glaube ich. Nein!
Hat der einen Elektroschutz hier? Nee, hat er nicht. Sehr gut. Sehr gut, den hätten wir auch platt gemacht. Sie kann sich schon mal hiermit in die Richtung orientieren. Okay, das war's. Das ist natürlich praktisch mit der Axt. Keine Munition verbraucht, weil die Axt ja keine Munition hat. Aber dennoch Schaden ordentlich angerichtet. Das gefällt mir so. Was, der hat nur noch einen? Das machen wir doch mal ganz zackig. Er hat nur noch 18. Müssen wir mit dem Gewehr auch hinkriegen? Ja. Der hat 26, das kriegen wir auch hin. Oh! Können wir auch Negativpunkte machen? Hm. Moment, das muss ich mal testen. Okay. Ist egal. So, hier eins gegeben, 7 plus 1. Und den hier machen wir jetzt mit der Uzi noch ein bisschen platt. Gesundheitlich, naja, stehen wir alle so lala. Aber hier sind ja keine Gegner mehr, nur noch dieses Flugvieh. Und nach diesem Kampf beende ich dann auch schon wieder die Folge. So, cool. Jetzt aber mit dem Gewehr, jetzt wollen wir was sehen. Jawohl, schön. Und das war's. Gut, dann sage ich hier Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.